Schnee und Schneeregen werden in den nächsten Tagen allmählich weniger. Dafür gelangt mit einem östlichen Wind kalte Frostluft in weite Teile Deutschlands. Am Sonntag gibt es zwischen Köln und Kiel nur noch vereinzelt Flocken. Dann scheint vor allem im Norden länger die Sonne. Dazu liegen die Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad. Von München bis Berlin hingegen schneit es noch häufiger, teils auch länger anhaltend und kräftig. Dort herrscht regional bereits Dauerfrost. Am Montag wird es mit minus 4 bis plus 2 Grad noch etwas kälter und in der Südosthälfte Deutschlands fällt weiterer Schnee. Kräftig ist der Flockenwirbel an den Nordrändern der Mittelgebirge und der Alpen. Dagegen bleibt es im Westen und Norden meist trocken, am sonnigsten wird es entlang der Küsten. An den Folgetagen klingen die Schneefälle zunächst auch im Südosten ab. Dort stellt sich bei Dauerfrost dann ebenfalls teils freundliches, teils nebliges Winterwetter ein. Die Nächte werden eisig kalt. Im Norden sind dagegen bei leichten Plusgraden um die Wochenmitte ein paar Flocken oder Tropfen nicht ausgeschlossen.